Ich grüße euch, Leute, und willkommen zur nächsten Ausgabe hier bei SnowRunner. Leute, wir haben in der letzten Ausgabe quasi die Wettkämpfe für uns entdeckt, haben hier mal so einen neuen Weg ausprobiert zum Bohrturm, weil der andere wäre für diesen Wettkampf einfach viel zu weit. Und ja, haben hier einen neuen Weg ausprobiert und ich muss wirklich sagen, mich ärgert... Was ist denn das? Das letzte Upgrade? Erhöht für den Fleetstar. Ach so, jetzt haben wir alle Upgrades in Michigan. Da gab es eine Trophäe. Hirschjagd. Guck mal, da hier einfach so mal was erkundet da. Mensch, warum habe ich den Weg jetzt erst kennengelernt hier? Mich ärgert das total. Oh, macht uns der Sprit dann vielleicht noch ein bisschen Späne? Das muss ja ohne sein, ne? Ist mir jetzt wumpe, ich probiere das jetzt. Ich lade das hier auf. Fahren zu der Herausforderung. Tja, ich bin nur am Überlegen, ob man sich da jetzt vorher Wegmarken setzt. Ach, hier musst du nur einmal Holz immer hinbringen. Da fährst du ja dann quasi durch. Leute, dann setze ich mir jetzt Wegmarken. Wir fahren quasi hier einmal hin, ne? Ey, find mal hier einfach so das letzte Upgrade, du Arsch. Und vor allem hier so direkt, ne? Man hätte es schon längst haben können. So, fahren dann hier hin. Ich mach mir mal so eine Markierung. Ich hoffe, die geht dann nicht weg, aber dürfte eigentlich nicht, ne? Hier so für zu... Warte mal. Wenn wir da jetzt hier... Warte mal, ich mach die mal ein bisschen weiter weg vielleicht. Obwohl, das kriege ich ja hin. Dann, genau, dann bin ich hier beim Bohrturm. Dann fahren wir irgendwie dann hier so wieder zurück. Genau, zum Sägewerk. Das kriege ich ja dann hin. Aber warte mal, ich mache mal trotzdem so. Fahren dann hier hoch. Okay, der Aufstieg wird hier ein bisschen eklig, ne? Hier bei der Kirche müssen wir das erste Mal abladen. Und dann fahren wir hier hoch. Ich mache mir mal lieber eine Markierung mehr, weil wir fahren im Dunkeln, Leute. Und dann hier so zum alten Haus. Leute, klingt das nach einem Plan? Und los! Leute, es geht los! Du musst so fahren, Christian! Ja, wir haben jetzt eine Ladung dabei, ne? Das dürfen wir nicht unter den Teppich kehren. Die Füchse hier umfahren. So, wir haben 8 Minuten oder so gehabt, ne? Seht ihr, ich hab's schon wieder vergessen. Ich kann mir Licht anmachen, dann sehe ich mehr. So, ich hoffe, der kommt jetzt hier hoch. Komm, gib dir Mühe, gib dir Mühe. Mach da! So, dann bringen wir erstmal die 2 Holzplanken weg. So, fahren hier rüber. Ein toller Weg. Ey, ich finde das so krass, dass wir das letzte Upgrade da einfach mal so gefunden haben jetzt. Was kommt, mein Gott, da? Da kämpft er jetzt hier aber. Ohne Ladung geht's dann flotter. Geben wir ihm mal die Zeit. Das war assi. Komm, 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 komm. So,
dazu sollte ja ein bisschen schneller gehen. So. Na! Hier wieder zurück, da ist doch der Weg. Ja, also die Lenkung macht es eben nicht einfach von diesem LKW. Mann, bin ich auf Spannung. Tja, das Stück ist jetzt natürlich... Na komm, komm, komm. Komm. Drücke! 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 Gut. Wir sind on the road. Fahren jetzt zur Kirche. Oh, 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 oh. Was war das für eine Kamera? Und jetzt so. Alten Hütte noch. 4 Minuten ungefähr. Licht haben wir an. Ich war jetzt gerade nur unsicher. Kamera, sei jetzt lieb zu mir. Einmal rechts. Komm, 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 komm. Jawolle, Mann! Haben wir! Geil! Geil! So, jetzt fahren wir hier zu diesem Wetterdatending. Ey, Leute, jetzt sind wir im Flow. Ach so. Das ist ganz schön weit weg, ne? Puh. Das ist verdammt weit weg. Da fahre ich doch lieber... Das wird eher ein Spritproblem. Komm, ich fahre ja trotzdem außen rum. Dann hier einfach immer lang. Ja, und hier müssen wir dann bestimmt eh hoch irgendwie. Naja, mal gucken. Ich versuch mal den Weg hier. Ist immer noch nie lang gefahren. So kleine Stücke, ne? Und der Sprit, der Sprit. Aber ging, ne? Haben wir gepackt.
Und nebenbei haben wir auch schon ein paar Lieferungen für unsere Aufgabe gemacht, also für unsere Trophäe. Ich glaube, 10 Stück sollte man mit denen irgendwie Fracht machen, aber wir haben halt auch noch Alaska. Dass man da dann vielleicht mal guckt bei so... Wir haben jetzt im Prinzip 2-mal Verbrauchsgüter gehabt und 4 Planken, sind schon mal 6. Das Upgrade für unseren Fleetstar, das müssen wir dann bei Gelegenheit auch mal draufballern. Ja, man denkt immer, es ist übelst weit alles, ne? Aber dabei geht das halt immer. Es darf halt nur nie zu matschig sein, die Wege, ne? Dann macht der das hier schon. Gedacht, dass wir alleine jetzt schon die 2 Herausforderungen packen. Ich habe also Wettkämpfe, warum sage ich mal Herausforderungen? Ich habe echt gedacht, obwohl, wenn du mal überlegst, du hättest das vielleicht mit dem, oh Gott, mit dem Scout gemacht oder so. Nee, es wäre ja blöd, da hättest du es ja ziehen müssen mit dem Anhänger. Hätte man es, denke ich mal, mit dem Chevy Kodiak probiert. Aber halt das mangelnde Allrad, ne? Noch ist es nicht auf Zeit. Kein Stress, Christian. Dann hätten wir die 3 Wettkämpfe hier erledigt. Wenn wir das jetzt schaffen. Das müssen wir mal sehen. Der Weg des geringsten Widerstands, ne? Ihr kennt mich. Ach, die Lenkung, wenn der dann eh mal Speed hat, ne? Bis jetzt ein schöner Wettkampf-Truck. Sind wir doch auch schon gleich da. Da finden wir einfach das Upgrade. Geil. Wieder was, was wir abhaken können von der Liste. Oh. Gucken wir jetzt mal diesen komischen Weg darunter dann. Achso, ich dachte, wir sind dann jetzt schon soweit. Okay, also Donner ein kleines Stück, Leute. Ja, Vorfreude war zu groß. Hier war das. Ups. Na. Das ist doch mal ein schönes Bild.
So, hier nehmen wir die Mission an. Wie gesagt, Leute. Der will... Ich habe das Gefühl... Obwohl, der Weg war nicht so schlimm. Aber man kann hier bestimmt gerade runter. Ah, hier die Steine. Ah, nee, 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 Leute. Ah, das ist ein Weg. Ist das ein Weg? Leute, Vorbereitung ist alles. Lasst uns das mal ganz kurz checken. Ist es. Ist es. Ich hoffe, das ist jetzt hier nicht so ein Ding bei Nacht oder so. Zeig mal kurz an. Fahrersicht? Den ihr ernst? So, wie fährt man jetzt am besten? Ich hätte ja gesagt... Eigentlich, guck mal, das ist hier echt ein Weg, ne? Tja, Leute, probieren, ne? So quasi hier... Leute, das ist ein Weg. Man hier. So, wo ist die nächste? Wo fährt man dann hier? Ach, der Weg war auch assi, ne? Fährt man hier. Dann musst du hier im Prinzip fährst du so hier. Dann wieder zurück. Fährst hier so das Ding rein. Und fährst da hoch. Cockpit-Sicht. Aber Tag können wir wenigstens machen. Dann komm. Geht schon gut los. Christian! Oh, diese Geschwindigkeit von diesem Teil. So gut, bleib ganz cool. Boah. Genau, und wir wollen jetzt hier links.
Okay. Müssen wir jetzt hier langsam mal links durch dieses Gebüsch hier. Reicht nur kurz hinfahren? Hammer. Hier soll ein Weg sein. Ich sehe keinen Weg. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Komm, mein Guter. Scheiße! Christian! Scheiße, ich hab's mir gedacht. Junge! Geht doch. Wo geht's lang? Oh, da wird ja fast ein bisschen schlecht hier. Oh, letzter Punkt, Leute. Jetzt mehr gar nicht rum. Genau hier jetzt rein. Und links hoch. Das ist ein Stein. Ah! Wo ist meine Markierung? Wo ist meine Markierung? Wo ist meine Markierung? Ja! Alter Verwalter, es ist nicht so einfach, wie es aussieht.
Muss ich wirklich sagen. Unser Truck hat's wieder mal gepackt, ne? Jetzt haben wir hier quasi nur 3 Aufgaben. Und dann hat sich's. Was sind in Smithville gab's doch auch so eine Dinger, ne? Alles geht unter. Sollst du Betonblöcke liefern? Lieferung zum überfluteten Haus. Und wo ist die Aufgabe? Alles geht unter? Ist klar. Muss ja eigentlich hier fahren, hier fahren. Ja, dann hier die Schräge runter vielleicht mal probieren. Dann hier so schräg runter, dass du hier so lang fährst und dann hier. Würde ich am liebsten eigentlich mit einem White Star machen. Wenn man die Aufgabe mal versucht. Ja, jetzt reicht's mir erstmal mit Wettkämpfe. So, hier sollst du 3 Ersatzteile liefern. 3 vor allem. Von schwere Bürde von Dorte. In 4,30. Du brauchst halt 3 Slots, ne? Ah, mit dem Twin Western hier 3 Slots. Okay. Dann hast du ein neues Heim. Da sollst du Ziegel liefern. Dorthin. Und ein neues Heim heißt die Aufgabe. Ist auch hier. Von Dorte. 2 Ziegel. Kannst du eins machen. Hier langfahren. Guck dir das mal an. Hier ein neues Heim, ne? Du fährst hier so lang. Oder ist eigentlich Quatsch. Kannst du so fahren. Fährst dann hier diesen Schlängelweg. Hier so runter. Hier lang. Und dann hier hoch. Hoch zu machen. Hoch zu machen. Was haben wir sonst hier noch? Verlorene Säcke, ja. Obwohl mich immer noch interessiert, wo die sind. Ja, da müssen wir die Aufgabe halt, glaube ich, erst annehmen. Dann haben wir das Michigan-Rennen. Ach, auf sowas habe ich ja überhaupt keinen Bock. Sage ich ganz ehrlich. Ein bedrohlicher Unfall. Auch Ölfässer. Leute, wir verschaffen uns wirklich mal einen kleinen Überblick. Dann sind wir ja drüben in Drummond. Hier ist halt noch ordentlich was. Ach, hier ist Scout. Wie soll's den Scout rauszerren? Hier der Kran, genau. Sollst du auch mit Scout was machen? Auch mit Scout was machen? Und auch Kran-Truck. Was ist in Island Lake nur so? Eilige Ölfässer. Wo ist die Aufgabe? Eilige Fässer, Dorte. In 10 Minuten dort runterliefern. Ist doch zu machen. Das ist halt eine scheiß Strecke, ne? Ist halt hier so, das geht ja alles. Hier, die Brücken wären fertig. Ist auch zu machen. Untersuche die kaputte Antenne. Hier so einen Truck wegmachen und hier... Also der Scout ist halt das Wichtige. Vielleicht sollte man auch mal gucken, dass man halt einen einigermaßen ordentlichen Scout mal am Start hat. Wie war das mit dem Geländewagen? Entwässerung, genau, die Pumpen. Los, komm, wir versuchen es ja irgendwie immer wieder. Mit unserem Chevy. Ehe Versuch, mach mal. Ich gehe zwar absolut nicht davon aus, dass der Sieg hier, der Six, das hier packen wird. Irgendwie sind dann halt immer noch so kleine Aufgaben. Aber das wird so, mal sehen, wie lange es geht, vor allem in Alaska. Ich glaube,
Glück mit Level 13. Das war halt wichtig, dass du halt Schneeketten drauf machen kannst. Ich glaube ja auch bei dem Chevy, ich versuch's halt auch irgendwie immer von der falschen Seite. So, der Mais ist fertig. Damit ihr euch nicht so strecken müsst, habe ich ihn schon mal runtergedrückt für euch, ne? Nicht sein Ernst, oder? Zeig mir die Aufgabe! Fahr mal ein bisschen zurück hier, spiel mal ein bisschen mit hier. Schon eine viel zu krasse Furche gemacht hier und dann stört der Anhänger hier hinten, der Anhänger sage ich schon, der Chevy. Ich wühle mich immer weiter ein. Ich sag mal, er ist schon ein Stückchen nach vorne. Nee. Leute, ist doch überhaupt nicht schlimm. Das war jetzt wirklich eher so Gag gewesen. Können wir eigentlich neue Trucks kaufen mit Level 13? Lasst uns doch mal drüber reden. Ich denke nicht. Mal so einen neuen Scout? Der Don? Hätte ich ja schon so ein bisschen Interesse, ne? Der Jar? Leute, lass mich den mal kurz abstellen. Wir gehen mal kurz nach Russland. An so einem neuen Scout hätte ich ja schon enorm Interesse.
Und dieser Jar, will ich mir mal ein bisschen genauer angucken mit euch. Den will ich mir jetzt mal ein bisschen genauer angucken. Die 5 Minuten nehmen wir uns jetzt noch. Und dann, mal gucken, wie der so drauf ist. Ich würde meinen anderen Scout sofort verkaufen, damit ich dann Kohle habe für eventuelle Upgrades. Ich weiß es nicht. Leute, müssen mal schauen. So, wir gehen mal in den Truck Shop. Scout. Was hat denn der? Spritverbrauch S. 110 Liter Tank spricht schon mal für ihn. Leistungsgewicht B. Auf jeden Fall das Beste von hier. Widerstandsfähigkeit B+. Auch das Beste hier. Ganz schön große Reifen. Warte mal, was stand dort? Diff ist immer an und Allrad bringt da auch mit, ist umschaltbar. Der Jahr 87 ist ein experimentelles Fahrzeug, okay, und ist dafür ausgelegt, jedes noch so unwegsame Gelände zu platt zu wälzen. Es wurden nur wenige dieser bösen Buben gebaut. Die speziell für dieses Modell entwickelten Reifen und der moderne Allradantrieb garantieren den bestmöglichen Offroad-Einsatz. Oh. Hallo, die Enten! Das Getriebe wurde auf Kosten der ganzen Höchstgeschwindigkeit, Kraftstoffeinsatz in unwegsamem Gelände und verfügt über 3 Lastgänge. Wow! Kriegst du keine. Wir können auch noch Ketten drauf machen! Na, autonome Winde braucht er dann, ist klar. Rahmenzusätze, Gepäckträger, den kriegst du. Und der Schnorchel. Leute! Müssen wir uns ne unterhalten! Kaufen. Abstellen. Wir gehen nach Smithville. Ich wollte eigentlich in die Werkstatt in Smithville. Ey, haben wir jetzt hier mal einen geilen Scout gefunden? Ist ja, ich werde irre. Ja, ich trinke Tee nebenbei. Höchst interessant. Höchst interessant. Von der Optik her. Und deine Daten sind halt ziemlich gut, ne? So, wir gehen jetzt mal hier in unser Truck-Lager. Ja, der Six, den müssen wir mal ganz kurz hier auf einsetzen. Gehen mal hier rüber, gehen nochmal auf Truck-Lager. Nehmen jetzt hier mal unseren Jar. 22.000 haben wir noch, Leute. Da guck mal erstmal, ob das Geld reicht, um hier alles zu machen. Freeway war. Der kriegt hier das SnowRunner-Getriebe. 3 Lastgänge. Hallo. Hier Standard können wir verkaufen. Was wir zu Geld machen können, machen wir zu Geld. 1.500. Federung konnte man nicht machen. Reifen. Mein Gott, ja, du kriegst sowas von Ketten da drauf. Straße nicht mehr so gut, aber will ich eh nicht mitfahren. Autonome Winde 9.000. Nehmen wir mit. Geländewinde, eine verkaufen. Warum habe ich dann noch eine? Wenn ich sie überhaupt kann, so weg. Der Gepäckträger. Auf jeden Fall kommt der mit. Und Schnorchel. Das Geld ist auch da. Kriegst du auch. Ich tue dich auch noch ein bisschen individualisieren. Basiswarnlicht. Doppelhupe. Stoßfänger hinten. Dach. Das sieht man durch den Gepäckträger eh nicht. Also. Stoßfänger vorn. Den kriegst du, mein Gott. Felgen. Die gefallen mir ein bisschen besser. Leute. Wen haben wir denn hier? Also mit denen? Wie viel Sprit hat der zusätzlich noch dabei? 120 Liter. Leute, unser Scout hat ausgedient. Da drüben steht er.
auf dem Absteiggleis, wisst schon. Leute, in der nächsten Ausgabe geht's mit dem Jahr hier durch die Kante. Da gucken wir uns das Ding mal ein bisschen genauer an. Mensch, wird doch nie langweilig, die Scheiße hier, ne? Ihr Lieben, soll's gewesen sein. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Freut euch auf die nächste Ausgabe mit dem Jahr. Ich freue mich auf jeden Fall wie die Sau, dass wir da so schön die Mission machen hier. Können auch diese Michigan-Rennscheiße hier gerne machen. Einfach nur, damit ich den mal ein bisschen testen kann. Geil aussehen, tut er alle mal. Und hupen kann er auch. Leute, wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut. Ciao.